Weilchen da? Ja. Also ich bin jetzt ja gezwungen, das wiederzuholen. Das ist viel schlimmer, weißt du das? Bis zu dem war eigentlich alles ganz einfach. Ja, das sagst du so. Vor allem beim Boss bin ich auch bei den Gegnern einmal gestorben. Denk halt, dass du nur jetzt auch noch Lunken geschossen hast, du dann auch noch Munition jetzt. Und das Stärkere davon, also. Das Problem ist der. Mach das direkt von da oben runter. Okay, gleich beim Haus könntest du ein bisschen ekliger werden. Boah. Alter! Gleich einen Ticken damit umgehauen, ne? Das war nice. Ja, mit der hätte ich vielleicht auch schießen sollen. Ja, das war effektiv. Ja. Zwei Schläge? Ja. Oh! Das hat er überlebt? Nice. Hat Jenny gerade geschrieben. Ja, ich ärgere mich gerade, weil du die einem ja. Nein, Mann, ey. Scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob wir gleich noch so lange streamen, Jenny. Das hat sich gerade erledigt. Oh nein, ey. Ah, ist doch Ficke, Mann. Ja, rest in peace, Alter. Echt. Ich bin Das kotzt richtig an, ne? Das ja. Ist bei dem Boss nicht mal ansatzweise. Ah, Mann. Würdest du mal sterben? Danke. Das ist nicht witzig, Jenny. Das ist nicht witzig. Rechten lieber, der hat keinen Helm. Oder prallt das von dem Dings ab? Das prallt ab. Echt? Mhm. Ja, verkacke ich jetzt nochmal. Meine Fresse. Das ist ein Fehler, was du gerade machst. Achso, du hast dich geheilt, okay. Ah, Ausdauer, please.
Ah, fuck, ey, echt. Wie viele Amrita waren das? Ich will gar nicht drüber nachdenken. Keine Ahnung, ich hab nicht mitgehört. Ich hab nee, muss weiter ran, glaube ich, oder? Nee, das ist richtig. Ja, das ist eine richtige Kacke, Mann. Oh, da oben liegt sogar noch was. Muss was Gutes sein. Wie immer richtig Lackers, Macker. Ach, da hinten ist die Dings. Da hinten ist die Leiter. Geh mal wieder zurück, genau. Rechts und dann wieder links. Ne, rechts, das war links. Was war die denn los? So eine Frau dort. Rechts. Rechts. Links. Links. So, da ist gleich links eine Treppe. Ja, erstmal ist da vorne Loot. Und so zu gucken, ob der Gegner sich. Haha! Wie wir mal richtig dringend mehr Stärke brauchen, ohne Scheiß. Vor allen Dingen mehr Leben, mehr Ausdauer oder sowas, ne? Mehr Ausdauer, ja. Ja, ja doch. Da ist eine Treppe jetzt hoch. Warte, aber erstmal ist hier noch... Mister, ich wehr mit meinem Speer ab. Ah! Halt dich. Na komm! Hau doch zu! Ja, genau. Kombo so geil. Aber die andere, wenn er gerade keine Ausdauer mehr hat, du ziehst ihn nach vorne und haust ihn um. Also hier war eigentlich immer die Treppe. Ja. Da muss sie irgendwo anders sein. Da liegt sie doch. Und zum Teil. Ja, okay, geh. Sonst guck mal hinter den Häusern. Ja, ja. Ne, nicht da, sondern wo du noch nicht warst jetzt. Nein, nicht da. Wieder zurück. Warte doch, lass mich doch selber. Nein! Du darfst nicht gucken! Lass mich gucken! Ist hier vielleicht noch irgendwas, was so ist, eine Leiter? Nö. So, aber da oben geht's ja auch noch lang. Nein, das ist von vorigen Level. Siehst du da? Ja, aber da oben ist ja auch noch Dings ein Weg. Vielleicht komme ich da vorne zu einer Leiter. Ja. Ja. Nein. Oh. Den Dicken hast du nicht umgebracht. Du hast gerade deine komplette Ausdauer regeneriert, ne? Durch Ausweichen. Ja. So. Hier geht's ja auch noch lang. Ich glaube, ich muss den ganzen Weg über die Dings laufen. Aber ich kann das so. Am besten erstmal die Leiche wiederfinden, und dann haben wir zwei Amorita mehr. Ja. Du warst ja hier um die Ecke oben gestorben, oder nicht? Mhm. Irgendwo müsstest du ja... Liegst du? Du bist doch hier irgendwo gestorben. Ja, genau, da bin ich gestorben. Oder kann man in die Mission gar nicht die Leiche wieder finden? Das kann natürlich sein. Du kannst da übrigens runter. Ja, ich hab's gesehen. Aber ich wollte den hier erstmal... Bevor der Penner hier gleich hinterher rutscht. Siehst du, dann hat sich der Rest ja auch geklärt. Ja. Funktion. Filler One. Ja, ist aber gut. Jo. Gut, dann ist auch nicht so schlimm, dass wir so viele andere Ritter nicht mehr wiedergekriegt haben. Mit dem Tod. Sorry, wir verrecken hier jetzt nicht, ne? Läuft. Sehr schön. Was? Na, ah, fuck. Verteidigung durchbrochen, weil er keine Ausdauer mehr hatte. Mhm. Wenn du den machst, kriegst du auch noch HP zurück. Ja? Durch deine Skill, ja.
Ich gucke mal, ob hier drin auch noch was Feines ist. Oh, zwei Gegner. Tatsächlich. Und einer mit einem dicken Helm. So, dann kill ich jetzt erstmal den hier weg. Der war gut. Oh, der hat sogar links. Oh, ja, die ist klar. Natürlich hast du mich erwischt. Plumpschwert. Ich liebe es, ne? Ich liebe es. Ja. Ah. Oh, eine dicke, tristige Kiste. Da ist aber was Schönes drin, das freut mich. Ja, deswegen freue ich mich auch, dass ich da nochmal reingegangen bin. Speer. Blau, blau, blau. Speer. Füße auf jeden Fall. Ja, auch. Wenig Rüstung bestimmt, schnelle, viel Schnelligkeit. Oh. Stimmt, hier waren wir auch. Hier war nicht so viel drin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Jetzt auch, genau. Manchmal ist Angriff wirklich die beste Verteidigung, ist es einfach so. Ja. Einmal, dass nur so kleine Fische sind. Kannst du ihn snipen? Brauche ich, glaube ich, nicht mal. Das ist ein dickerer, ne? Ne, ich probiere hier Plan B. Au. Oh. Oh. Okay, ist doch ein kleiner. Ne? Gott sei Dank. Das war jetzt zwar Plan C, aber. Okay. Auch in Ordnung. So. Ah, der hat einen Helm auf. Ja, egal. Weg mit der Reisschüssel. Das läuft richtig gut. Du darfst jetzt aber nicht übermütig werden, ne? Sonst nee, nee! Man muss Cedric immer so ein bisschen bremsen, sonst. Ja, wenn ich zwei Gegner gekillt habe, denke ich immer, ich bin der harte Ficker. Ja. Nein. Warum mache ich solche Sachen? Aua! Blaue Rüstung, sauber. Boah. Nächster! Ganz ruhig, immer ruhig. Wir haben Zeit. Schön. So. Ja, jetzt kommt gleich wieder der dicke, dicke, dicke. Genau. Da gleich am besten Flammenschwert auch nehmen. Nee. Nehmen gleich was anderes. Das ist schon mal gut gewesen. Ihr Pisser, ey. Wow, sauber! Weg, 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 weg! So, mein Freund. Ich will. Keine Experimente, Cedric. Fast. Nee, genau, ich will ein bisschen mehr Platz haben. Aua. Oh, der Hälfte deines Lives, ne? Warte, 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 warte. Warte, jetzt, genau. Weiter ran, ran, da. Weg, weg, weg. Dann auch so. Ja. Auch so ein bisschen. Am Arsch. Na komm. Genau, wegen seiner Ausdauer ist sehr gut. Weiter, weiter. Genau, seine Ausdauer. Jetzt, ja. Jetzt hast du ihn. Hin, 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 hin. Weg! Jetzt. Ach, das war die geschafft. Mission! Ja, sehr schön. Da war noch was gerade. Ja, ich habe ja noch Zeit. Ich muss ja nicht in das Ding reingehen. Ja, genau. Bin ich gerade echt bis zum beim Second Try, nee, beim First Try, bis zum Missionsziel gekommen und daran verreckt? Ja. Geil. Ja, ja. Geil. Du.
Oh, hier kann ich ja manchmal weiter. Okay. Gut. Das saven wir jetzt lieber. Nee, ich save das noch nicht. Ich gucke mich jetzt hier nur noch in der näheren Umgebung. Also hier hinter das Haus wollte ich okay. mal gucken. Okay. Wie du meinst. So. Nee, du musst erstmal weiter. Ausgangspunkt zurückfahren. Ja. Warum? Ja, du bist ja noch nicht gestorben, Wiese. Ja, und? Aber du sollst doch auch nochmal spielen. Ja, komm, wenn ich übermütig. Also, wenn ich dich nicht bremsen würde, dann. Lach, du Mann, da. Ey, ich hab damit praktisch einen Boss gelegt. Zwar keinen richtigen Story-Boss, aber bin immerhin stolz auf mich, dass ich einen Boss geschafft habe. So ein Zwischenboss, denke ich mal. Ja. Was kriegen wir jetzt durch den Abschluss der Indie-Mission? Ich hoffe, ein bisschen Amrita. Ladezeiten. 7000 Amrita. Wir kriegen 3160. Und Amrita. So eine komische Locke? Stimmt, das bringt nochmal. Und eine blaue Axt. Ich bin farbenblind, keine Ahnung. Okay. Hattori Hanso! Ja. Hervorragende Arbeit. Genau, wie ich es erwartet hatte. Das war doch schön. Ja. So, dann gucken wir mal im Dojo erstmal nach. Ne? Dojo? Warum Dojo? Ich wollte gerade mal was gucken. Und zwar. Wir haben ganz schön viele Schwerter und so gekriegt. Ja. Wo ist denn die blaue Axt, die wir bekommen haben? Sind die Sachen im Lager? Da steht das Lager gerade nicht. Oh, an. Der Steven ist da. Der Steven. Stiffmaster WoW. Einen wunderschönen guten Abend. Viele wieder davon gekriegt haben. Aber was mich jetzt frage ist, wo haben wir jetzt die blaue Axt bekommen? Können wir die jetzt hier irgendwie was machen? Die schmieden oder so? Nee. Oh, warte. Nee, tatsächlich eine Axt schmieden, aber. Oh. Ne? Die ist. Mal so. Schön. Was brauchen wir denn dafür, um die zu schmieden? Was wir dafür brauchen? Ein Eisenbarren. Ein Eisen. Können wir den vielleicht kaufen bei der Eisen? Ja, können wir. Ja, also, komm, lass uns den noch kaufen. Entschuldigung. Garfen. Da. Das ist ein guter Eisenbarren. Ach, blöd. Lecker, wir können aber auch. Sachen zerlegen. Wir können Sachen zerlegen. Echt? Ja. Geben wir wieder zurück. Weißt du was? Mach du doch mal die Menüführung. So. Hier, zerlegen. Ah. Ja, so. Wir haben ja mehr als genug Waffen. Da kriegt man Eisenbarren. Bei den Sushuden. Was? Sushuden Doppeltachi. Ja. Ne, da war's doch nicht. Ne, nochmal ein Gründer. Ja. Holzhammer. Jo, den verkaufen wir. Zerlegen. Ja, ist zwar ungewöhnlich, aber ist mir jetzt egal. Ja, weißt du, wie viele ungewöhnliche Äxte wir gerade gefunden haben? Dann gehen wir jetzt mal auf Waffe schmieden und ballern uns die geile Axt in den Kopf. Schwarzstahl-Axt. Was ist das jetzt? Ach, wir haben noch keinen Tamahagene, oder? Ach klar. Ah, okay. Drei Stück sogar. Du hättest wahrscheinlich doch das gute Eisen verwenden sollen, dann wäre die wahrscheinlich stärker geworden. Okay. Vielleicht können wir den ja noch kaufen. Ja, wahrscheinlich. Da sollten wir genug Geld haben. Wir entdecken gerade das Crafting-System. Für uns neu. Dementsprechend. Kann das einen Moment dauern? Ja. Ein guter Eisenbarren für 1500. Kann man sogar zwei von kaufen, oder? Besseres Holz. Ja, kauf das. Braucht es nicht auch. Ja, du brauchst auch Holz. Zerlegen. Nee. Muss man mal gucken, wahrscheinlich die blauen und lilanen Gegenstände droppen dann halt auch das bessere Holz, bessere Eisen. Ja. Gehen wir mal hier rauf. Okay, es war. Gute Eisenbahn, die wir rausgekriegt haben. Wie steht das denn jetzt? Das sieht man an der Farbe, die waren gelb. Ja. Und Holz. Wollen wir das andere Holz auch noch kaufen? Ja, einfach klar. Experimentieren? Klar. Ja. Experimentieren wir. Du hast doch 23.000. Ja. Wir haben so viel, ja. Zwei Stück kaufen wir davon. Es war mir immer eine Freude. Jetzt geht doch mal auf Zerlegen. Vielleicht können wir das Tamaha irgendwas vielleicht auch noch irgendwie besser bekommen. Hier, das würden wir. Gehen wir mal hoch. Nochmal.
Da würden wir davon 3 Stück kriegen, von dem vom Guten. Vom Blauen. Nee, das steht ja noch gar nicht. Tamahagar, ne? Doch, 3-mal und dann 0, 0, 3, 0. Das ist die Wertungsstufe davon. Wollen wir das rausnehmen hier? Ja, klar, benutzen wir doch eh nicht. Gut. Tatsache, stimmt. Und hier das ja. Holz, das ist auch ja. noch blaues, ne? Cool. Ja. Dann zerlegen wir das auch noch, zerlegen? Ja. Vielleicht sind die Waffen deswegen auch so schwankend bei der Schmiedin, ja. weil das darauf ankommt, was du für Material... Oh, guck mal hier! Wow! Ja, dann. Da zerlegen wir direkt, ne? Klar, weg damit! Und jetzt, die Leute in den Kommentaren packen sich an den Kopf und denken... Ja, oh, was ne Idiot. Was für Idioten, was macht ihr da? Oh, hier, die 3 Eisenbahnen. Banditenachs. Das ist, glaube ich, die wir bekommen haben, oder? Ja, Tatsache, 192. Was ist Craft-Medien eigentlich? Sag mal her, was seine jetzt, was unsere im Gegenzug hat. Ja, genau. Wir schmieden einfach mal. Ja, komm. So, jetzt musst du da aussuchen, welches Zeug du benutzen möchtest. Ja, haben wir ja noch. Ja. Okay. Einfach mal schmieden gehen, ja, ne? Ja. Ja. 182. Für eine Trophäe, deswegen. Für eine Trophäe. Und sie ist selber geschmiedet. Ja. Ab ins Inventar. Wie geht man in Dialog mit dir? Kassate yo. Ich möchte mehr erfahren. Oh nein, okay. Nein. So viel möchte ich dann doch nicht erfahren. Genau, was heißt denn, verbessert die Sondereffekte deiner Ausrüstung? Aha. Banditenaxt. Ah, die ist leicht besser, ne? Guck mal hier. Ja, die ist leicht besser, als die wir gerade geschmiedet haben. Uns geht da noch mal rauf, ob da man da irgendwas mitmachen kann. Oh, das ist alles hohe Haltung, das ist aber doof. Hohe Haltung. Ja, das ist die, die wir gerade bekommen haben. Stimmt, du hast ja die andere auf tiefe Haltung, ne? Ja. Und die hat diese Lebensregeneration. Hat die halt nicht. Aber die hat einen Todesstoß. Wir gehen mal weg von der, ja? Bis bald. Tschüssikowski. Ich meine, wir haben unendlich viele Klamotten gerade gekriegt und. Dann gucken wir mal, wo die Waffe ist. Schwarzstahlachs. Also die haben wir gerade geschmiedet und das ist die, die wir gefunden haben. Aber die ist halt sehr auf hohe Haltung begrenzt, also wirklich auf Durchbruch und auf Raufhauen. Brechen. Guck mal, Angriffsverstärkung plus 19. Also... Wir nehmen trotzdem die Schwarzstahlachs. Wir sind... Was? Unser Kamerabild davor ist? Wie? Ach, oben beim Schmieden oder was? Ja, ach so. Das ist jetzt ja nicht so schlimm. Aber. Stimmt. Ja, klar. Ja. Wir nehmen trotzdem die hier. Ausgerüstet. So. Ja, wir kämpfen ja sowieso nicht so viel auf hohe Angriffe. Genau. Aber wir auf schnelle Angriffe. Gehen jetzt nochmal auf Waffen. Geh nur die hier, oder? Geh nochmal rüber. Geh nur die blauen. Wenn man irgendwas sieht, ja. Jetzt geh nochmal eben auf die Axt, bitte. Welche Axt? Auf das Axt-Symbol. Geh nur die blauen. Weil da kannst du irgendwas machen, weil das da blau ist, unterlegt ist. Siehst du das? Bei Lebensregeneration durch Kralle? Ja. Vielleicht kannst du damit irgendwas machen. Aber ich wüsste nicht was. Anklicken kannst du davon nichts, ne? Dann neu schmieden. Geisterfragment da unten irgendwas. Haben wir Geisterfragmente? 2 Stück von 8 steht da unten, glaube ich. Ach, Geisteisen. Ach, die haben wir aber auch durchzerlegen von Waffen gekriegt. Geisteisen, okay. Die haben wir auch durchzerlegen von Waffen gekriegt. Ja, haben wir das? Ja, ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, schon. Müssen wir nochmal eben was zerlegen.
Aber die Waffe nutzen wir ja so und so nicht da. Aber vielleicht können wir das auf niedrige Haltung setzen. Also wir hatten ja zwei, warte mal. Möchten wir? Ja, aber du brauchtest 8, glaube ich, ne? Nee. Ja, 2 von 8. Neue Schmieden. Die Schöne. Okay. Dann kann man sozusagen die Slots noch verändern. Recht eine hohe Haltung. Für das bisschen Geld, was das kostet, ist das eigentlich... Wir haben 8 und haben jetzt, okay. Ki-Schaden im Nahkampf. Was war da noch Ki? Ist die Ausdauer. Also wenn wir zuschlagen, machen wir mehr Schaden darauf. Nee, Ki-Schaden, das heißt, wenn du schlägst, verliert der Ausdauer. Ja. Okay, Nahkampfschaden Yokai, das heißt gegen die Geister. Gegen die Geister und so. Wollen wir das wegmachen oder wollen wir nochmal verändern? Ich würde es nochmal versuchen. Was? Nahkampfschaden Yokai, ne? Hm. Ah, fuck! Ein Versuch hätten wir noch. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, also wir rennen jetzt nackig rum. Ja. Also wir können, was? Geisterbrocken hier. Genau. Ja, zum Beispiel. Geister. Achso, nee, die wollen wir nicht. Nee, die nicht. Das können wir aber kriegen wir Fragmente. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir Fragmente brauchen oder Brocken. Werden wir jetzt sehen. Wahrscheinlich Brocken. Ja, Sir. Nee, Fragmente. Geisteisenfragmente, so. Das Weiß. Nehmen wir hier raus. Blitz. Blitz! Oh, cool. Da wollen wir das behalten einfach so? Ja. Das behalten wir jetzt. Das behalten wir jetzt einfach. Ja. So sind wir jetzt auch von den Haltungen unabhängig, weißt du? Ja. Okay, dann benutzen wir jetzt definitiv die Banditenaxt, die ist ziemlich nice. Dann war es umsonst, die Waffe zu schmieden. Wobei nicht ganz, dadurch hatten wir ja die Fragmente. Genau. So. Zack. Ja. Schon ziemlich nice. Ja. Fähigkeiten erlernen. Haben wir. Nee, wir haben. Ach nee, die hast du noch gar nicht gelernt. Mittlere Haltung, wollen wir noch was für mittlere Haltung? So, das nehmen wir noch mit. Dann kannst du während der mittleren Haltung verteidigen und dann stürmen, ne? Mhm, genau. Ich finde das aber mit der Haltung wechseln ein bisschen zu umständlich teilweise. Warum hier oben und dann einfach. Ja, ich weiß. Ja, ich hoffe, die hat das auch richtig gemacht. Nicht, dass uns das Teil gleich auseinanderfliegt, wenn wir hier auf die einprügeln gleich. Cedric, the stage is yours. Die beiden haben wir schon. Genau, da müssen wir irgendwann nochmal rein. Da müssen wir da... Das sind die... Belohnung. Oh, da kriegen wir mal eine Locke für den jungen Samurai bei. Und eine Shinobi-Kleidung. Aber das müssen wir ja nicht unbedingt machen, oder? Nee, das müssen wir nicht jetzt machen. Das kann man gerne mal... Ja. Nächste Hauptmission. Und du musst gleich unbedingt ableveln, ne? Leveln. Ja. Aber das kannst du... Nee, kannst du das doch da? Keine Ahnung. Doch, kann ich hier. Ja? Kannst du? Klar. Dann mach das mal von da aus direkt. Genau. Schrein, Stufenaufstieg. So. Was willst du machen? Ein Punkt in Stärke. Versuch in Stärke, ein Punkt. Aber einen zweiten kriegen wir nicht mehr hin. Brauchen 4000. Ah, haben wir nicht noch die Geisterfragmente vielleicht? Die wir zerklappen können? Könnte sein, dass wir davon noch welche haben. Jetzt die mittlere Taste, genau. Da oben Gegenstände. Mir eine Menge gefunden, aber. Geistfragmente haben wir, glaube ich, keine gefunden. Nee. Schade. Locker eines jungen Samurai bringt was gleich noch? Die Locker eines jungen Samurai macht, glaube ich, dass man sich zurückteleportiert. Nee, 2 Samurai-Punkte. Also Fertigkeitspunkte. Cool. Ist auch eigentlich ganz nett, ne? Ja. Aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. Nee. Wir haben ja erstmal. Wir sind versorgt, sagen wir es so. Ach, Rüstung müssen wir auch noch gucken, ne? Nicht nur Rüstung, sondern.
Wir haben auch noch hier neue Anhänger gefunden. Ja, dann guck mal eben nach. Oh, boah. Mhm. Feuer-Omamori-Anhänger. Achso, den haben wir jetzt an, ne? Ja, aber wir haben einen blau an. Da oben ist einer an 8. Verteidigungsverstärkung. Genau, dann warte, dann gehe ich auf den Feuer. Dann mache ich das auf 8, ne? Jo. Was haben wir denn da? Giftschutz. Ich wechsle erstmal jemand zurück, genau. Und jetzt auf den. Genau, was macht denn unserer, den wir gerade haben? Der macht ja eine Menge. Mehr Gegenstände, Schatzgespür. Schusswaffenreduktion, Schadenreduktion. Ja, okay, das geht ja noch. Yukai-Schutz, das heißt, wir kriegen gegen die Zombies weniger Schaden, ne? Wir hätten aber noch ein Blitzamulett, noch ein Feueramulett. Ein Feueramulett haben wir ja schon. Was ist denn mit den Gebetsperlen? Verteidigungsverstärkung. Ja, geil. Oh, guck dir das mal an, Windschaden. Dann lass uns doch die Jutsu. Ja, wir machen ja aber keine Dings. Wir haben ja keine Jutsus, oder? Wir können aber das skillen für Wind. Ja gut. Dann können wir da Synergien schaffen. Klar, könnte man machen. Dann zieh das mal an. Vor allem, wir machen auch noch eine Jutsu-Kraft. Ist auch noch erhöht. Ja, siehst du. So, dann wieder hier zurück und dann war das hier, ne? Ja, genau. Jetzt musst du das. Da. Ja. Was da weiter runter? Weiter? Da. Da, den Wind-Talisman, genau. Ne? Ja. Ich bring eigentlich das hier. Ach, damit kriegen wir nur mehr Wind-Talisman. Genau. Okay. Gebetsperlen, das ist das, was die südländischen Kollegen in der Bahn immer haben, um so hier dieses. Beim Anime Inuyasha gab es auch einen, der hatte so ein schwarzes Loch gewickelt, seine Gebetsperlen, ja. Ja, krass. Weiß aber nicht mehr, wie der Charakter hieß, das war auf jeden Fall ein Hauptcharakter. Okay. Wir hatten die Serie nicht mehr gesehen. Dann. Müssen wir jetzt noch Ausrüstung checken? Helm? Nichts Besonderes? Nee, nichts Besonderes, ne? Oha. Ja, auch nichts Besonderes. Also, ne? Wir haben 49. Ja, gut, okay. Es sei denn, wir sagen, komm. Ja, wenn ich jetzt eine hätte mit zwei, also mit 42, aber unsere. 2% ist es, bringt ja, eben, viel. Ja, eben. Wenn wir dann unter 60 gehen würden, wäre das ja effektiv, ja, genau. Ne? Da, oh, was bringt das denn? Das ist zum Beispiel gut. Ja, perfekt. Zieh gleich an. Das Gewicht verringert sich. Und trotzdem mehr Dings. Und trotzdem mehr Verteidigung. Da haben wir 33. Bei 27, ne? 33. Da oben siehst du Gewichte. Ja. Das ist schon mal gut, da verändert sich nichts. Und Leben, plus 15. Da haben wir noch einen 34er und 38er oben noch. Ja. Verändert sich auch nichts. Sprint, erhöhte Ausdauer. Das ist auch nicht schlecht. Erdschutz, Durchbruchschutz, Schadensreduktion. Wir können schneller, also wir können länger durch, rennen ohne, also verbrauchen weniger beim Sprinten. Und 38, 5 mehr Verteidigung. Ja. Ne? Komm. Ja. Jenny hat auch recht. Wir sind auch gleich fertig. Das sind alles super schwere Stiefel. Nee, aber wir können die hier anlegen. Ein Punkt immerhin mehr. Ja, dann machen wir das auch. So. So, dann wollen wir uns. Ja. Dann will ich noch eine Sache eben machen. Und zwar nochmal zum Schreien. Und Jutsus bereit machen. Ah, ja, genau. So, dann können wir einmal die hier rausnehmen, die reintun. Jo. Und dann nach links, L1. Warte, nein, erstmal will ich die noch binden. Ach, haben wir schon. Okay, automatisch. Wieder zurück. L1. So, und dann möchte ich die auch rausnehmen. Und, dafür fehlt uns jetzt nämlich ein Punkt. Okay. Wir haben nur eine Ninjutsu-Kapazität von 3. Okay, dann nutzen wir erstmal die Schuriken weiter. Genau. Gut. Ja, wir klären das ja auch ein bisschen. Und, richtig. Wir müssen das ja auch erstmal selber noch ein bisschen entdecken. Dann gehe ich jetzt in die Hauptmission. Ja, genau. Es gibt 8 Viecher zu finden. Wo steht das? Ach, zu finden! Oh ja, oh ja, oh ja, genau. Was wir gleich eben schnell machen müssen, ist am Schrein die Rüstung verkaufen, die wir nicht brauchen, für Amrita. Ja. Ich grüße Cypress und Sefti. Sefti? 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 Ich grüße euch auf jeden Fall. Oh, Katzin. Cat Clock. Hanzo's ways are curious indeed. Nagamasa to mousu mono no shigurei no kihai wa yoku shitte oru zo. Even cats speak in these lands.
Was war das denn jetzt? Neuer Schutzgeist. Okay. Wir haben Amrita dafür gekriegt. Wir haben wieder 7300 Amrita. Am besten, wir verkaufen jetzt erstmal Opfer darbringen. Nach rechts, genau. Und jetzt kannst du mit... Im Prinzip kann ich alles. Mit Dreieck auswählen, das was nicht markiert, genau. Und Safti, wie weit bist du gekommen? Hast den ersten Boss schon umgehauen? Warum? Sprechende Katzen sind doch lustig. Sogar zwei einzigartige Gegenstände dabei. Aber ich? Ja, machen wir, ne? Ja, einfach weg damit. Schön, sauber. Sieht doch sehr gut aus. Ja, ist auch umso besser. Ja. Kann man schön farmen, ne? So. Jetzt sind wir clean. Wo kann man die Schutzgasse irgendwo auswählen oder was? Ja. Oh, Tatsache. Aber da haben wir momentan nur Kato. Kato. Alles klar. So. Wie fandst du den ersten Boss? Aber wir haben, glaube ich, 6 oder 7 Mal versucht und 3 richtige Trials waren dabei, glaube ich. Ja. Aber der Hall war schon nicht ohne. So, was wollen wir denn jetzt machen? Einen noch in Stärke. Oder so, dass wir 15 sind. Stärke? Genau, und dann gehen wir auf Ausdauer, bitte. Haben wir denn noch? Eins haben wir noch, ne? Ja, einen haben wir noch. Ja. Und dann Ausdauer? Ja, guck mal, oder? Aber brauchen wir wirklich Ausdauer? Ja klar, wir leben oben. Klar. Maximal Ausrüstungsgewicht. Aber Ausdauer ist noch. Warte mal, hier kriegen wir noch mehr Leben. Wenn du es so sehen möchtest. Ah ja, stimmt. Ja, dann nimm mal Körper, oder nicht? Gut. Genau, Angriff. Auf allen Ebenen, auch sogar Schusswaffe. Ja. Mehr Leben. Ausrüstung, Gewichtsverhältnis. Key-Impulse ja. Und Fähigkeitspunkte. Ja, gut. Samurai-Fähigkeitspunkte, brauchen wir das nicht sogar? Nee, Ninjutsu, ne? Fähigkeitspunkte. Nein, das sind die Samurai-Fähigkeitspunkte, sind ja die in deine Waffen. Okay. Oh, beim ersten Mal geschafft, Alter. Mein Glückwunsch. Okay, wenn man Dark Souls 1 bis 3 gespielt hat und das erfolgreich, dann. Gut, ja, hab ich nicht. Sehr geil. Ja, wir sind kannst du dir mal angucken, wie Cedric seine Künste hier sind, weil er spielt heute zum ersten Mal. Oder, ja. Okay, zum zweiten Mal. Also, ich habe einmal Dark Souls 2 gespielt. Bis zum ersten Boss. So. Genau. Also ich habe Bloodborne gezockt. Dark Souls war nicht so meins. Rechts, rechts. Boah, die Blitzwaffe ist ja super geil. Boah, fett ey. Guck mal, wie viel Schaden du dadurch mehr machst, ne? Ja. Aber nicht, Junge. Arigato. Er lebt noch. Aber wir sind schon echt stark geworden, ne? Ja, also die Axt ist richtig nice. Also das Neuschmieden hat sich gelohnt.
Na gut, das ist jetzt eine Waffe, die hatten wir ja gefunden, ne? Ja, aber die haben wir ja praktisch neu geschmiedet. Wir haben ja alle Effekte von der runtergenommen, bis auf einen. Ja. Neo scheint also besser zu sein als Bloodborne. Es ist, ich finde den Vergleich schwierig, ehrlich gesagt. Das Spiel ist meiner Meinung nach schneller und actionlastiger, was aber auch sehr erfrischend wirkt, finde ich. Bloodborne ist hingegen etwas taktischer. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm, sondern Neo steht für sich und das finde ich sehr, sehr gut. Übernimmt alles Gute, Positive von Bloodborne und... Wow! Leck mich. Und Dark Souls. Aber hat so seinen eigenen Stil auch, durch die Waffen alleine schon. Will da nicht runterlaufen. Da rechts, rechts. Hast du gesehen? Rechts. Ich hab's gesehen, aber... Ist weg gewesen jetzt, weggeflogen. Haben die Fledermäuse mitgenommen? Jo. Oh Gott. Vielen Dank. Ach so. Er hat sich gerade erschrocken. Meine Fresse. Ja, vielen Dank für den Follow. Ja. Wir freuen uns sehr. Du bist der Gefährlichere. Na komm. Diese Juke, du meinst diese, ich sag mal, Zombie-Dinger, ne? Diese schemenartigen Viecher. Ja, die sind schon ziemlich cool. Also, ich habe noch nicht ganz verstanden, was das jetzt soll. Also, aber vom Design her ist das echt wirklich cool gemacht. Auch das Japanische, das ist auch. Ich bin auch so ein kleiner Japan-Fan. Fällt mir nicht hier direkt, ne? Ich bin auch ein kleiner Japan-Fan und dementsprechend, schockt das schon sehr gut, das Setting. Da oben ist ein, ne? Ja. Ich weiß. Gleiches mit Gleichem, ne? Tschüss. 4500, das war bisher unser höchster Schaden, den wir... Ja. Der Penner ging mir auch ganz schön auf den Sack. Ohne Tür. Hallo. War klar. Da kommen mehrere gleich. Ja, ja, deswegen versucht ihr hier gerade ein bisschen zu trennen. An der Wand. Heck. Sehr schön, sehr, sehr schön. Die anderen sind auf der anderen Seite, ne? Ja, ich will hier aber noch den Rest killen. Das habe ich zwar eigentlich nicht gedrückt, aber hey. Hat funktioniert. Ja. Doppelkatanas sind schon ziemlich nice, aber. Ja, schön schnelle Waffe. Genau. Ich das mag ich halt in meinem Bloodborne-Vergleich, aber das ist immer. Ich mochte in Bloodborne auch schon die Axt sehr gerne, die du da halt ausziehen konntest. Und wenn du triffst, machst du halt ziemlich geilen Schaden und das finde ich ziemlich cool. Weil ich mag das halt so, ein bisschen warten und dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Und Katana ist halt... Stunlocken. Hm? Katana kann man aber besser stunlocken. Ja, ja klar, kann man auch. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich mag aber den Kampf mit Äxten halt viel, viel lieber. Wobei Katanas auch wirklich ihre Vorteile haben. Schnell, schnell kleinen Schaden machen, ne? Was hast du denn da? Ich hatte auch keine Ausdauer mehr. Wow. Ah, ich mag diesen Blitzeffekt, ne? Das ist so ja, ein permanenter Blitzeffekt. Das ist schon ziemlich geil. Das ist richtig geil. Nice. Ist nicht. Und was man hier auch sehr schön sehen kann. Oh Gott, ist doch. Ich habe nur den einen gesehen. Was man hier auch sehr schön sehen kann, ist, die arbeiten viel mehr mit. Du machst jetzt eine Tür auf und in der Ecke steht einer. Also mit so Überraschungsmomenten. Ja, dann hol mal unsere andere Ritter wieder. Ja, ich gebe mir Mühe. Wird so lange schon nicht mehr gekämpft. Beide! Ja, hast du das gerade gesehen?
Oh, die Lampe ausgeschlagen. Oh, cool, so ein geiler Effekt, ne? So. Mhm. Da kann ich dir recht geben, also manchmal sieht man die Gegner tatsächlich kaum. Zack! Da ist auch der tot. Sehr gefährlich ist teilweise einfach so in Räume reinzustiefeln, habe ich ja gerade am eigenen Leib erfahren. Hier hast du eine Kiste übersehen. Was? Nein, habe ich nicht übersehen. Da wollte ich noch hin. Ja! Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und noch eine. In dem Raum war ich gar nicht drin. Oh, wie viel mehr Ausdauer, ne? Die sind auch gelähmt, wenn man die oft trifft. Ja? Die kriegen einen Debuff. Achte da mal drauf. Der steigt dann hoch. Oh! Oh, hier. Ein Tomberry, will ich immer sagen. Die sehen aus wie Tomberrys von Final Fantasy, oder? Ja, so ein bisschen. Ja? Also deswegen nenne ich die auch nur Tomberrys. Noch ein bisschen nackige Tomberrys, aber Tomberrys. Ja. Ja, da hast du wieder nur halb geloopt. Ich hab den Gang ja nicht gesehen gehabt. Ich bin ja unten lang gegangen durch die eine Tür. Achso. Okay, oh. Mein Weg war auch richtig. Ist denke ich mal eine Abkürzung zum Boss oder was? Also hier ja, lang? Wahrscheinlich, ne? Ja. Wow! Simon, ey, Alter. Oh, 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 hier, guck mal. Oh. Tomberrys sind gefährlicher. One-Hit, ne? Ja, aber ich liebe die Teile. Aber sie sind langsamer. Ja, das stimmt. Also langsam, also. Wollen wir mal gucken, was wir da Schönes gekriegt haben? Das sah nach einem Katana aus, oder? Nee, war keins. Und wir müssen jetzt mal gucken, wo. Ne, hier ist nichts drin. Das nee. Kann auch wieder einfach nur irgendein Item sein, das wir einsetzen können. Das kann natürlich sein. Nein, hier auch nicht. Nein? Nee, oh, viel mehr. Nein. Dann muss wahrscheinlich irgendein einsetzbares Item sein. Oh, unter Gegenstände kommen. Wie ist denn das Teil jetzt eben gerade noch gleich? Irgendwas mit Lederband. Ah ja, bestes Lederband, ne? Genau. Nein. Könnte natürlich da was zum Schmieden sein, ne? Stimmt, ja. Da, Tatsache. Ah, okay, das ist ein Crafting-Item. Aha, aber ist ja nicht schlimm. Ah, Final Fantasy 15 habe ich leider nicht gespielt, ehrlich gesagt. Final Fantasy 15 habe ich 4 Stunden gespielt und dann die Lust daran verloren, weil mir das Spiel viel zu leer war. Zu leer? Echt? Ja. Die war es zu leer? Es ist zu leer.
du hast nur deine Jagdmission und hast die Story. Und dadurch, dass du erst den Film gesehen haben musst, damit du die Story richtig verstehst, ist die Story auch noch lahm. Okay. Also ich kann es dir gerne mal herbringen. Ja, stimmt, für die Xbox, ne? Ja. Wie fandst du das, Sefti? Oder Septi? Ich weiß nicht. Wo hörst du das? Ich meine, Steven kann ja da vielleicht nochmal was zu sagen. Der ist ja, glaube ich, auch im Chat, ne? Nee, das war ein anderer Steven. Ach so. Aber Sean ist noch im Chat, oder? Sean ist im Chat, ja. Sonst muss Sean mal eben sagen, wie Steven das so fand, weil der hat das auch gespielt. Oder Sean hat das ja wahrscheinlich auch selber gespielt. Gehe ich mal von aus. Wo ist denn hier lang, ne? Ja. Da ist meine Leiche, genau. Da sind die zwei Assis. Ja, da ist der Assi, der mich gekillt hat. Sag mal eben kurz weg. Zack, weg mit dir. Ich wollte schon sagen, lebt er noch? So, latschen wir wieder runter. Ne, hast du hier runter, ne? Ich finde, die Dicken hier sehen ein bisschen aus wie Aaron. Wo? Nein! Das Sean, du hast FF15 durchgespielt. Ernsthaft? Also ich komme da nicht. Vielen Dank für den Follow, Cypress. Also ich komme da einfach nicht, ich kann nicht, nee, keine Ahnung. Ich kann mich da nicht durchringen. Nein, wir haben gerade so viele Arita verloren, ey. Es können kotzen, Mann. Auch von diesen dicken zwei Schläge bis... Ach, fuck, ey. Hä? Jetzt verkackt das hier auch noch. Scheiße. Ah, das ist das Miese an dem Spiel, ne? Das ist so tückisch, denkst, bist gleich durch. Oder habe ich das aufgehoben eben gerade? Nee, ne? Nein, hast du nicht. Nein, ich stand doch schon davor. Ach Mann, ey. Das ist so kacke. Schon das zweite Mal jetzt, ne? Diesen Abend? Ja. Ja, einmal in der Nebenmission, aber das kann man ja so gesehen nicht zählen. Ja, das ist auch wirklich ärgerlich. Wir kämpfen uns da durch, haben so gut Amrita. Also theoretisch haben wir jetzt bestimmt 4 Level verloren, oder? Ja. Also wenn du es jetzt nicht schaffst, dann... Oh Gott. Tschüss. Oh Gott, die machen ja sogar Schaden, scheiß Fledermäuse. Also ich bin auch ein Final Fantasy Fan, aber ich finde, mich konnte kein Spiel nach 7 und 8 mehr so fesseln. Was ich aber nicht sagen will, dass die Spiele danach schlecht sind. Ich denke einfach, das ist so eine Kindheitserinnerung. So Ende 90er Final Fantasy gespielt halt. Okay, du hast halt Final Fantasy 13 nicht gespielt, dann würdest du sagen, dass es schlecht ist. Ja, doch, 13 habe ich angezockt, aber das war mir wirklich zu linear. Vielleicht von der Story hier gar nicht so schlecht, aber 7 und 8, wie gesagt, mit dem Kartenspiel. 10 soll noch sehr gut gewesen sein, habe ich auch nicht komplett durchgespielt. Habe ich mir sogar nochmal für PC gekauft. Ja? Ja. Ja, genau, 10 und 10.2. Ja gut, 10.2... ist ja aus der Not heraus entstanden, weil die Fans haben mir gesagt, komm, wie geht's jetzt weiter, ne? Ja, 13 ist wirklich schlecht. Noch nie in Final Fantasy gespielt, also das ist eigentlich ein Fauxpas. Wirklich ein Fauxpas. Ja. Ja. Aber gut. Also könnt ihr denn Final Fantasy empfehlen an sich, oder wie lange habt ihr denn viel gespielt, also gebraucht? Schauen, ich muss mir das Final Fantasy 15 bei dir echt mal angucken. Ob das noch besser wird, weil der Anfang ist grausam. Also der Anfang soll ja sehr Open-World-lastig sein und dann geht's erst Richtung... Ja, aber da sind keine Mobs, nur in der Nacht und die hauen dich locker um mit 2 Schlägen. Okay.
Und sonst hast du nur Jagdmissionen. Ich habe keine Lust, tausendmal wieder dieselbe Jagdmission anzunehmen. Hm. So, ey, das ist der Elrond. Ja, so, ich bin nicht da. Hier passt. Hat bessere Luck gekriegt dadurch. Jenny fragt, ob sie 10-2 gespielt hat. Weiß ich nicht. Du hast alle Erfolge gemacht bei Final Fantasy XV, Alter Schwede. Bist du ein Archiv mit Hunter? Einen wunderschönen guten Abend, Ghost Andy. Da brummt doch die ganze Zeit was, ne? Ja. Ja. Weiß nicht, ob man ein Item braucht oder so. Vielleicht so ein Hidden Goodie. Vielleicht ist aber auch, wenn man die Mission schafft, in der Nebenmission Boss oder so. Ja, das kann sein, ja. Lol, super, Bruder, was? Ach so, ja. Hm. Da war ja was. Warum super, Bruder? Also, was hattest du geantwortet? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ob sie 10-2 gespielt hat oder ja. Nicht? Ja. Weißt du nicht mehr? Es kann sein, dass du das mal gespielt hast, Jenny. Ich würde es nicht bezweifeln, aber ich bin mir gar nicht sicher. Also Sean sagt, dass es auch gewollt, dass man nachts pennen geht und den nicht umhaut am Anfang. Ja, genau, dass es gewollt ist, weiß ich ja. Oh Gott, nee, nee. Mein hat sich erledigt. Tschüss. Bei guten Spielen 100%, ja. Es ist... Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe, glaube ich, kein einziges Spiel auf alle Erfolge gemacht. Und wenn, dann war es wahrscheinlich so ein 2-Minuten-Spiel oder so. Solitär oder... Ich glaube nicht mal, das habe ich geschafft. Das heißt, es ist Rache. Oh, ich kann gar nicht hinkommen. Ausdauer. Auch sein ist im Keller, ne? War sehr schön. Er hat keine Ausdauer. Auf. Wow. Oh, Schlüssel zur Anführerkammer. Ah, sehr schön. Also kannst du oben. Ja, aber ich zieh mich da hinten jetzt erstmal nach oben. Ja, du nimmst jetzt erstmal die Leiche auf. Welche? Weiß ich nicht. Irgendwo bin ich auch gestorben da. Ja. Dann bin ich ja nicht weiter oben gestorben? Ja, aber da lag nichts von dir. Links? Ah, nee. Hier bist du nicht drin gestorben, hier bin ich drin gestorben, aber hier deine Leiche lag ja nirgends. Eventuell liegt die Leiche da auch nur nicht, weil du den Schutzgeist nicht wieder hattest. Weil wenn du einmal stirbst, musst du den ja erst wieder einsammeln. Und dann, wenn du nochmal stirbst, liegt da keine Dings mehr wahrscheinlich. Ah, okay. Ist das wirklich so? Vermutlich, ja. Borderlands auch und Prototype. Ja, Prototype, da habe ich es mal versucht, aber bin ich auch klicklich gescheitert, weil da sind ja diese Nebenmissionen und da musst du gewisse Sachen in gewissen Zeiten schaffen und das war so Frustrationsfaktor hoch 1000. Also Borderlands ist da ja nicht viel anders, ey, da muss man ja so viel machen. Echt? Hast du alles geschafft? Krass. Ja, Shards of Light ist richtig geil, auch von Ubisoft, ne? Also ja. Dieses 20-Euro-Spiel da. Aber das ist geschichtlich, das basiert ja alles auf Gedichte, ne? Ja. Das Spiel, ja. Wollte ich auch immer mal spielen, bin ich leider nicht zugekommen. Da habe ich auch alle Achievements. Das alle Achievements, echt? Ja, die waren aber auch nicht so schwer zu holen. Was ich für die Xbox immer mal spielen wollte, ist Ori and the Blind Forest. Ja. Mal gucken mal. Oh, ein Tom Berry. Oh, da hinter dir. Du hast mich erschrocken, du blöder Mister. So, komm, er ist paralysiert. Ja gut, okay. Zeit hin oder her, aber die Ausdauer und die Geduld dafür zu haben und die Motivation vor allen Dingen, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Also das würde beim... Oh, schöne Rüstung hast du hier, ne? Das, ja, aber erstmal... Das hätte ich nicht, also Hut ab, echt. So. Hat sich doch schon mal gelohnt. Hast du Tom Berry aufgesammelt? Ja, habe ich.
Und dann würde mich noch interessieren, was wir da Schönes aufgesammelt haben an epischen Klamotten. Das gucke ich gerade nach. Ich glaube, für den nächsten Stream besorge ich mir auch so ein Hütchen, so ein Ronin. Was guckst du da? Die haben wir gefunden. Auf 43 runter? Ja, es bringt halt. Es geht halt zu weit runter. Die Rüstung, ne? Rain, das sagt mir jetzt gerade so nichts. Rain. Mir gerade noch nichts. Das sagt mir gerade nichts. Hero Siege sagt mir auch nichts. Also, was ist das? Hier die beiden Spiele? Empfehlenswert oder? Magatama. Was denn? Von Menschen erhalten wir da mehr am Ritter. Und das ist ein Accessoire. Oh, cool. Ja. Gegen was wollen wir das eintauschen? Ich würde schon fast sagen, dagegen. Weil Wind benutzen wir nicht so oft. Stimmt, haben wir jetzt gar nicht benutzt, ne? Doch, ich einmal und das hat nicht so viel gebracht, aber okay. Wind ist noch besser. Ja, dann hau die Gebietsperlen raus. Hero Siege. Ist das manchmal eine. Aber. Rain. Roguelike, so stealth-mäßig, so. Ich glaube, Metal Gear Solid hat damals ja angefangen mit diesem Stealth-ähnlichen. Was auch ziemlich geil war, der erste Teil. Auf PlayStation, der erste Teil, war nicht. Und Splinter Cell ist auch ein Branchenriese, ne? Rogue. Aber Jenny, worum geht's denn da in Rain zum Beispiel? Und auch in Hero Siege, das würde mich jetzt mal interessieren. Roguelike? Ja, Roguelike, ja. Ich denke mal mit Stealth. Roguelike ist sowas wie The Binding of Isaac. Das ist ein Roguelike-Spiel. Ach so, okay, echt? Okay. Ja. Okay. Ja, das ist natürlich auch geil. The Binding of Isaac. Oh Gott, nein! Ah, okay. Binding of Isaac, okay, ja. Yeah. Binding of Isaac ist schon auch ziemlich krass. Schön, dass du herkommst. Oh, du sollst deinen Bruder zu Hause lassen, meine Fresse, ey. Ich glaube einfach ne? Ich google das mal. Fast ein Double Kill. Sehr schön. Meine Fresse, ey. 50 Cent, 68 Stunden Spielzeit. Also hat das so einen Wiederspielwert? Findest du das? Ja, diese Spiele, die machen. Also mich fesseln die nur so lange. Was ist das? Was ist das? Ja, und das dann bewegen habe ich gemacht. Erstmal drücken. Ich finde mich fesseln die so lange, bis ich das einmal durch habe. Bei Binding of Isaac, da kannst du auch die Endstation quasi erreichen und dann. Dann habe ich noch ein paar Mal versucht, aber ist auch ziemlich frustrierend manchmal. Also, wenn man das einmal geschafft hat, schaltet man auch erst jetzt mittlerweile noch so einen neuen Gegner frei und dann gibt es noch Zusatzbosse und damit schaltest du noch schwerere Bosse frei. Wo, bei Binding of Isaac? Ja. Krass, okay. Habe ich alles schon platt gekriegt. Aber echt jetzt? Hast du auch so viel Gameplay? Ich hab mit einem Charakter schon alles einmal durchgehauen. Aber noch nicht mit allen Charakteren. So, ich chill jetzt erstmal, ne?